Leute, herzlich willkommen beim Interview mit Philipp Dittberger. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Schön, dass ihr nochmal eingeschaltet habt. Wie geht's dir? Gut. Ich wollte sagen, wo bist du hergereist? Aber du bist ja aus Berlin, du bist Berliner. Ne? Genau, Berlin. Berlin ist groß. Man muss, trotzdem herreisen. Man muss hier trotzdem so ein bisschen herreisen. Aber nein, es war jetzt nicht utopisch. Okay, nice. Ey, lass direkt anfangen mit... Eigentlich will ich mit deiner... Du bist ja Musiker, du bist Songwriter. Aber ich werde extra nicht mit deiner Musik anfangen, sondern mit etwas anderem. Und zwar Songs für Fremde. Willst du was dazu erzählen? Songs für Fremde. Das ist dein aktuelles Format auch. Ja. Genau, bevor wir zu deiner Musik kommen. Wir haben so ein bisschen überlegt, machen wir mal ein Format, wo ich einfach auf die Straße gehe und für fremde Leute meine Lieder singe. Und es dann doch wirklich erstaunlich ist, dass sehr viele Leute meine Musik kennen, aber dann manchmal vielleicht gar nicht mein Gesicht oder meinen Namen. Und zwar, es ist einfach lustig, es macht Spaß, die Leute reagieren immer anders, wenn es dann am Ende rauskommt. Ich frage dann immer, und, kennst du das Lied? Ja. Und, kennst du den Sänger? Und dann kommen die wildesten Antworten und dann kläre ich es am Ende auf. Ja, ja, krass, aber hat es dich Mut gekostet, das anzufangen? Einfach so zu Leuten, also ich habe mir die Videos angeguckt, du gehst ja einfach zu den Leuten mit deiner Gitarre und sagst, hey, ja, kann ich dir was vorsingen? Also ich bin jetzt nicht der selbstbewussteste Mensch auf diesem Planeten. Dementsprechend hat das einige Anläufe gebraucht, bis ich das dann auch gemacht habe. Das braucht schon ein bisschen. Ja, großen Respekt. Weil ich habe es mir angeguckt und dachte mir so, okay, krass, er geht einfach hin und er macht einfach richtig nice. Ja, ja, es ist, man wird lockerer mit der Zeit, wenn es dann funktioniert. Aber am Anfang war es auf jeden Fall nicht einfach. Ja, krass. Und das Ganze lädst du auch auf TikTok hoch, ne? So sieht's aus. Du bist auf TikTok richtig riesig. Zeigst dort deine Musik, machst halt auch dieses Format dort. TikTok oder Instagram, was ist dein Favorite? Beides gleich toll. Echt? Ich weiß es nicht. Also ich meine, man hat auf TikTok die Möglichkeit, innerhalb von 30 Sekunden irgendwie kurz eine Geschichte zu erzählen und dann ist es weg. Ja. Und dann kann man das Handy auch zur Seite legen. Mhm. Bei Instagram ist immer so, was passiert in dem Moment? Wo ist jemand gerade? Also wenn ich von meinen Buddies irgendwie sehen will oder von anderen MusikerInnen, was da gerade geht, dann gehe ich auf Instagram und gucke so, okay. Okay, bist du auf Tour, so und so und so. Deswegen, ich finde es ziemlich unterschiedlich. TikTok ist irgendwie so ein neues Ding, wo man andere Sachen machen kann als auf Instagram. Mhm. Du bist vor lange schon da, ne? Seit 2019. Wann hast du es gecheckt, dass das das Ding ist? Weil du bist auf TikTok big. He's a star on TikTok. Ja, also, ja. Auch so, du bist ja auch so, also nicht nur, dass du Musik machst, sondern du machst, hast es wirklich gecheckt, dass TikTok das Ding ist? Ich habe, glaube ich, 2020 war das irgendwie, oder war es vor Corona? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall war ich im Büro und wir haben darüber geredet mit meinem Label und sind nach langen Gesprächen darüber zu dem Entschluss gekommen, zu sagen, ey, du hast doch Humor, du machst Musik, du bist doch kreativ, probierst du einfach mal aus. Und schlussendlich war es auf jeden Fall der richtige Schritt. Ja. Aber lass auf jeden Fall nochmal zurück zu deiner aktuellen Single. Einer dieser Tage. Wie schreibst du deine Songs allgemein? Also ganz unterschiedlich. Zum einen auch zu Hause alleine für mich, nur ich, Gitarre und irgendwie so. Ja, will da irgendwie erstmal keinen anderen ranlassen. Aber gerade ich in Berlin, der einfach ganz viele tolle AutorInnen, ProduzentInnen oder auch andere MusikerInnen irgendwie kennengelernt hat, wo ich sagen kann, ey, ich bin auch gerne mit kreativen Menschen zusammen in dem Studio und bin in dem Prozess drin. Lass es mir nicht nehmen, auch für mich mit anderen Leuten irgendwie Songs zu schreiben. Genau. Also und Sessions einfach, ne? Einfach Sessions, einfach machen, einfach gucken, was passiert. Und ich liebe diesen Austausch auch. Du schreibst ja auch gerne für andere, ne? Ja. Für wen schreibst du denn so? Für viele. Ja, also ich habe tatsächlich, das kann ich ja sagen, also ich glaube, es gibt fast nichts, was ich noch nicht gemacht habe. Echt? Okay. Ja. Desaster hatten wir ja vorhin in der Sendung schon. Ja. Nenn doch so zwei noch. Für die du schreibst. Also, naja, das klingt ja immer so, für die ich schreibe. Ja, das mit klingt denen so, als würde, du schreibst. Genau, also das sind meistens sehr gute Freunde von mir, ja, die mich anrufen und sagen, ey, wir haben Bock, Musik zu machen. Philipp ist ein cooler Typ, der darf dabei sein. Und dann freue ich mich sehr, dass ich dabei sein kann. Ich saß schon im Studio
mit, auch mal mit Joris, ich saß im Studio mit Vitali von Weiß, auch mit Leonie habe ich Sachen für sie geschrieben, aber auch mit Leonie habe ich Sachen für mich geschrieben. Nice. Es ist einfach ein Austausch, yeah, und das befruchtet und das liebe ich halt. Philipp, du hast ja jetzt auch einen ganz neuen Song, der auch sehr besonders ist, zu erzählen. Ja, also ich habe tatsächlich jetzt im Dezember einen Song rausgebracht, der, glaube ich, so mal was ganz anderes ist. Ich komme ja aus dieser Deutsch-Pop-Bubble und habe mich politisch positioniert. Ich habe einen Song geschrieben, auf den ich lange gewartet habe. Ich habe ihn zu Hause alleine geschrieben und habe immer wieder angefangen und wusste nicht, wo ich hin will. Und dann ist ein Zuhause entstanden und der Song handelt über die Situation, über geflüchtete Menschen, die nach Europa kommen oder sich auf Routen befinden, wie wir uns gar nicht vorstellen können, wie das alles aussieht. Und ich stelle die Frage nach einem Zuhause und dass nicht jeder Mensch eigentlich auf diesem Planeten das verdient hat, eins zu haben. Und dass wir uns hier auch überlegen sollten, was wir machen würden, wenn wir morgens keins mehr hätten. Mhm. Und ich freue mich wahnsinnig, dass ich dann noch jemanden dazu bewegen konnte, der den Song gehört hat. Ich hatte so einen kleinen Wunsch, dass ich so eine musikalische Unterstützung noch bekomme. Und dass am zweiten Chorus noch jemand anderes singt. Darf man fragen, wer? Ja, tatsächlich ist es mein Chef, ist es Herbert Grönemeyer, der Hammer. Mich da unterstützt. Ja. Mhm. Richtig schön. Auch sehr krasse Thematik. Wie war es für dich, das zu schreiben, also dich da rein zu versetzen? Wie du schon sagst, ne? Wir leben ja hier in unserer Bubble, wo jeder ein Zuhause eigentlich, fast jeder ein Zuhause hat. Ich habe auf den Song gewartet, das klingt so bescheuert, aber ich bin jemand, der immer, ich schreibe immer eigentlich alles fertig. Mhm. Und dann kriege ich von mir irgendwann die Resonanz, ist das gut oder ist das schlecht? Von dir selber? Genau, also oder auch natürlich, wenn ich damit rausgehe, also Leuten zeige oder so, aber ich merke das eigentlich selber auch und dann habe ich vielleicht auch schon den Song in der Richtung mal angefangen und merkte so, nee, das kannst du so nicht ausdrücken, du brauchst andere Worte. Und bei der Nummer, als ich zu Hause war und den Song geschrieben habe, wusste ich, okay, ich habe es jetzt geknackt, ich weiß jetzt, was ich sagen will. Okay. Und habe die Bilder gefunden, die ich nennen will. Und das war für mich jetzt so, wie er ist, das kann ich auf jeden Fall sagen, das ist für mich, ich bin am stolzesten drauf, was ich bis jetzt gemacht habe. Okay, alle auf Pause drücken, ein Zuhause hören und wiederkommen. Ja krass, ist dieser Song Teil von Album, EP oder machst du einfach neue Songs? Wie sieht's da aus? Also wir planen gerade noch ganz wild. Ich meine, die Zeiten, wo man irgendwie ganz viele Alben bei unterschiedlichen, Läden verkauft hat, die so ein bisschen vorbei seit dem Streaming. Aber ich plane schon ein Album. Ich habe Lust, Songs auf eine CD zu pressen und sie irgendwo im Laden zu sehen. Mhm. Ich glaube, dass es auch immer noch Leute gibt, die da auch Bock haben, auch so ein ganzes Album selbst im Streaming einmal zu hören. Mhm. Nächstes Jahr kommen viele neue Songs raus. Bei mir ist es immer so ein bisschen, man muss mal gucken, was passiert, weil ich einfach die ganze Zeit im Studio bin und immer wieder neue Sachen entstehen. Deswegen, eigentlich ist Platz für zwei Alben da. Okay. Wir haben schon ein bisschen ausselektiert, aber mal gucken, was noch kommt. Ja. Okay. Und wenn du Musik machst, ne, du machst ja sehr, deine Songs finden einfach sehr, sehr viel überall einfach statt, sei es auf den sozialen Medien, nicht nur Streaming, ne, also auch live. Mhm. Willst du auch live auftreten nächstes Jahr? Ich hoffe es sehr. Ich hoffe sehr auf den Sommer und auf Festivals und auf... Weil, warte mal, Straßenmusik hast du ja auch... Guck mal, Leute, Straßenmusik hast du auch gemacht, gell? Ja. Auch auf deinem TikTok-Channel. So sieht's aus. Also ist es so, das war ja aber jetzt, war das, willst du kurz erzählen, war das jetzt nur so eine einmalige Sache oder? Ja, mal gucken. Wir haben so ein paar Formate irgendwie ins Leben gerufen bei TikTok und ich habe das gepostet. Ich hätte mit dieser Resonanz nie gerechnet, mhm, weil es hatte innerhalb von kürzester Zeit wirklich Millionen Klicks und weil die Leute halt die Lieder kennen, aber manchmal gar nicht wissen, von wem die eigentlich sind. Ne? Viele Lieder von mir waren halt auch im Radio und da sieht man halt die Person halt auch nicht.
Also mal gucken. Also wir planen gerade andere Städte, Songs für Fremde zu machen. Vielleicht spiele ich einfach im Sommer dann mich durch die Straßen, wenn mich dann alle kennen. Und dann bin ich einfach, mache ich eine eigene Straßentournee-Tour. Okay. Mal schauen. Deine Songs kennt ja jeder schon. Also, jetzt mal was ganz anderes, ja. Eigentlich hattest du ja mal vor, Medizin zu studieren. Mhm. Was ist daraus geworden? Ja, Dr. Dittberner, das gab es leider dann nicht. Hast du das noch vor oder ist es einfach nur... Man soll ja nie, nie sagen. Mhm. Ne? Das habe ich ja gelernt auch. Aber ich war zu schlecht in meinem Abitur, weil ich einfach nichts gemacht habe. Mhm. Also heute erkenne ich das. Früher hätte ich gesagt, stimmt nicht, aber es ist einfach so. Dementsprechend hatte ich nicht das Abi, um direkt an die Medizinuni gehen zu können. Ich habe dann erstmal ein Staatsexamen in der Physiotherapie gemacht und habe dann gemerkt, jetzt mache ich doch erstmal Musik. Okay, krass. Also du bist eigentlich Physiotherapeut. Eigentlich auch. Bin ich Physiotherapeut, ja. Also hier, ich habe da so... Ja. Klar. Nee, krass, aber hast woher... Hast du ein Rezept? Aber woher kam denn dieses Interesse für Medizin? Ich habe mich in der Schule immer für zwei Sachen interessiert. Das war ein in der Band spielen, Musik machen, Texte schreiben, Lyrik, deutsche Texte und Biologie. Okay. Und die Wahrscheinlichkeit, Medizin zu studieren, irgendwann mit Wartesemestern und sich da vielleicht durch ein schwieriges Studium durchzumogeln, dachte ich, wäre wahrscheinlicher, als jetzt irgendwie Musik rauszubringen und meinen Traum leben zu können. Und ich bin natürlich total froh und glücklich über den Umstand, dass es geklappt hat. Also, dass sich die Tür eigentlich nicht geöffnet hat und sich dann eine andere Tür geöffnet hat. Und zwar die musikalische. Ja. Richtig krass. Das, wo man denkt, ne, das ist das Unwahrscheinliche, ist dann aber, also diese Geschichte mit dem Songwriting für, na, kann also noch passieren. Ja, hier eben, ne? Beatles da. Ne? Ja. Genau. Mhm. Man weiß Paul nie. McCartney. Ja, krass. Wer sind denn so deine, wenn wir jetzt nochmal beim Musik bleiben, wer sind deine musikalischen Vorbilder? Also es klingt jetzt so ein bisschen affig und ein bisschen verrückt, aber ich war schon seit, oder bin es immer noch, das macht mich stolz, dass ich zu Herbert Grönemeyer gekommen bin. Mhm. Ich habe damals die MusikerInnen, ob das jetzt irgendwie die Band Boy war, ob das Philipp Poisel war, die Band Gloria, ich habe das selber gehört. Ich kannte das Label, ich kannte natürlich nicht die Struktur. Aber als ich gehört habe, okay, krass, Herbert interessiert sich für mich, weil ich früher auch mit meiner Familie die Musik selber sehr gehört habe und wie gesagt auch jemand war, der sehr auf Text geachtet hat, war das immer ein sehr, sehr großes Vorbild. Mhm. Herbert würde ich auf jeden Fall dazu zählen. Hammer. Ja, ja, wie krass, dass du dann auch bei ihm gelandet bist. Wie lange bist du schon da bei Herbert? Bist du bei ihm unter Vertrag? Genau, das ist mein Label, ja. Okay, cool. Herbert Grönemeyer hat ein eigenes Label, da bin ich unter Vertrag. Oh, ich glaube, wir gehen jetzt in das... Lass mich jetzt lügen, siebte, achte Jahr? Krass. Achte Jahr, glaube ich. Ja. Und davor hast du Metal gemacht. Du warst in einer Metal... Da habe ich ungefähr so lange Haare wie du. Okay. Und hab E-Gitarre gespielt. Ich wollte nämlich gerade fragen, spielst du ein Instrument? Also du spielst natürlich genau. E-Gitarre, das weiß man ja von deinen Videos, aber dann richtig hier so. Aber so richtig, ja. Ich war 16 damals und bin nur in die Band gekommen, weil ich so gut E-Gitarre spielen konnte. Die waren so 22, für mich waren das so erwachsene Männer. Ich dachte so, boah, okay, krass. Jetzt bin ich mit denen hier auf Tour. Krass, also du warst auch auf Tour mit denen? Ja, wir haben so Berlin-Brandenburg ja, betourt. Nice. Aber wir haben schon Clubauftritte gehabt und hier so in der Berliner Szene das ein oder andere Konzert gespielt. Und ist der Metal auch dann dein Genre gewesen, was du gehört hast? Ja, ja. Ich war so dann so mit 18 auf dem Wacken und so, hab Iron Maiden gesehen live und ja, so doch, war schon eine gute Zeit. Krass. Was hast du aus dieser Zeit mitgenommen? Also Metal, ich hab von Metal nicht so Plan, ne? Also, aber was hast du aus der Zeit mitgenommen so? Es ist halt, also ich glaube für den Autonormalverbraucher, der checkt gar nicht, wie vielfältig diese Musik ist und teilweise auch, wie gut diese MusikerInnen alle sind, auch so in der Theorie, es ist unfassbar. Mhm. Es ist ein Lebensgefühl und auch wenn das alles manchmal sehr aggressiv wirkt, die Musik und auch das Aussehen,
das sind die liebsten Menschen auf diesem Planeten. Oh. Also Wacken, es war immer sehr, es war wirklich sehr, sehr schön. Krass. Hat sehr viel Spaß gemacht. Irgendwann habe ich die Musik nicht mehr gehört. Okay. Weil ich finde, man hört jetzt in deiner Musik jetzt gar nichts von Metal. Also ich habe dann noch mal geguckt, ob man noch so hört. Ja, dass da ob so ich dann manchmal im Hintergrund, so, ja, ja. im Hintergrund so reinschaute. Nee, das passiert nicht, aber ich habe... Warte mal, du kannst schauten? Nein, also ich habe... Das ist ja so ein Extra-Wurst, das ist so eine, da benutzt man die Stimme so extra, oder? Irgendwie. Ja, man schreit ganz tief, growlt so ins Mikrofon, aber das konnte ich nicht. Ich durfte immer nur den Chorus singen, den hohen, okay. die Melodie. Okay, also wenn du jetzt mir erklärt hättest, wie dieses Shouting geht. Nee, das kann ich nicht. Okay. Tut mir leid. Das ist so eine Extra-Sache, die man lernen muss, glaube ich. Ja, entweder kann man das oder nicht. So, okay. Ich habe es probiert und war immer furchtbar heiser danach. Okay. Weil das ist nämlich das Ding, ich habe nämlich gehört, dass man nicht heiser wird. Die haben so eine Technik. Mm. Ja, das ist schon krass. Krass. Krass, krass, krass. Ja, ey, Philipp, was hast du dir noch so vorgenommen? Ich meine, das Jahr ist ja fast jetzt zu Ende. Wir kommen auch zum Ende von diesem Interview. Mich würde wirklich interessieren, hast du dir für nächstes Jahr, bist du so ein Typ, der sich Dinge vornimmt fürs neue Jahr so? Oder lässt du einfach so... auf dich zukommen? Ich schau mal. Ich will auf jeden Fall in Urlaub fahren und mal gucken, wo es hingeht. Ich habe Lust, einfach Festivals zu spielen mit meiner Band. Mhm. Mal gucken. Vielleicht fange ich einen Flugschein an. Das habe ich mir überlegt. Hä? Aber das weiß ich jetzt echt? Noch nicht. Ja. So richtig fliegen, so, also so diese kleinen Flugzeuge oder willst ja, so du richtig Pilot werden? Nein, ich habe halt hier nicht so einen Airbus, aber so ein kleines Flugzeug vielleicht. Mal gucken. Nice. Ich habe da nächste Woche einen Anruf. Termin. Nee, so richtig ernst jetzt? Ja, so richtig ernst. Einfach mal machen. Weißt du, wir haben ja 2 Jahre lang irgendwie verloren. Jetzt habe ich gedacht, jetzt mache ich einfach mal irgendwas. Geil. Vielleicht komme ich hier bald mit dem Flugzeug an. Ah, Hammer. Ich hoffe, du dokumentierst das so ein bisschen auf TikTok. Ja, bestimmt. Wenn ich es wirklich mache, ja. Ja, ey, bitte. Ich bin interessiert. Ich folge dir da jetzt auch und guck, was du da machst. Leute, Philipp ist hier zu Gast. Ich freue mich sehr, dass wir geredet haben. Dass wir dich mal endlich auch kennenlernen. Nicht nur seine Songs kennen, sondern dass wir ihn auch jetzt persönlich kennen. Dass wir dich persönlich kennengelernt haben. Checkt auf jeden Fall auch sein TikTok. Ich finde es lustig. Ich feiere es übertrieben, was du da machst. Und dann nächstes Jahr wahrscheinlich auf irgendein Straßenfest. Straßenmusik hast du ja gemacht, aber hoffentlich auf irgendwelchen Festivals. Und ein Zuhause hören. Neuer so sieht's aus. Danke. Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.